Für mich ist einfach ein gutes Gefühl, Deutschland bei internationalen Wettkämpfen zu vertreten. Das heißt, dass du unter den Besten in deinem Land bist und du misst dich gegen die besten Spieler anderer Länder. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, eine Ehre. Und ja, mach deinen Stolz. Ich verfolge als Sportfan jegliche Sportarten und da ist eine Olympia natürlich das Größte, was es gibt. Und ich glaube, für uns als Mannschaftssportler gibt es vielleicht andere Sachen, die gleichwertig sind, aber als Sportler im Allgemeinen ist es das, was. Da gibt es nichts drüber und jeder will dahin und genau für mich ist das Gleiche. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Verantwortung, aber sonst, ich habe damals viel gespielt und ich werde jetzt höchstwahrscheinlich viel spielen und ja, deshalb hat sich da nicht groß was verändert. Wie gesagt, ein bisschen mehr Verantwortung, einige Führungsspieler sind nicht dabei, aber wir haben junge, hungrige Leute dazu bekommen, Leute, die sich beweisen wollen und einige, die schon länger dabei sind. Und ja, deshalb ist die Rolle eigentlich relativ ähnlich. Das ist was uns helfen kann. In Hamburg war es natürlich so, dass das dringend notwendig war, weil wir einfach auch von der Ballhandling-Kapazität ein bisschen flach besetzt waren. Und ich glaube, da tat es gut, wenn der Ball auch mal in anderen Händen war. Jetzt haben wir mit Maodo einen Spieler dazugekriegt, der sehr gut im Pick-and-Roll ist, sehr gut auch im 1 gegen 1 und wird sich, wie gesagt, ein bisschen verändern, aber das Grundgerüst wird gleich bleiben und deshalb wird auch häufig zu sehen sein, dass ich da oben den Ball habe. Ja, da wir schon so lange zusammenspielen, ist es vielleicht nicht mehr so besonders, sondern es ist eher so ein bisschen Normalität, aber ist ja kein Geheimnis, dass wir uns gut verstehen, auch abseits des Feldes und auf dem Feld ergänzen wir uns gut. Und deshalb macht das absolut Sinn. Wir haben zwei schwere Saisons hinter uns. Eine mit, die dann abgebrochen wurde wegen der Pandemie und eine, die viele Höhen und Tiefen hatte. Und es war einfach, der Euroleague-Titel ist noch nicht da und den würde ich gerne haben. Und genau deshalb war es auf jeden Fall eine relativ einfache Entscheidung. Alle Spiele der Basketballnationalmannschaft live, nur bei Magenta Sport.